Ja, einen Tag nach dem Nationalfeiertag am 18. November. Hier nochmal ein kurzer Blick auf das Freiheitsdenkmal. Eines der bestbewachtesten Denkmäler in Europa. Polizei ist hier ständig präsent. Ja, die lettische Landesfahne, das ist ja ähnlich wie die österreichische, aber doch anders. Also dunkelrot, ein schmaler weißer Streifen und nochmal dunkelrot. Und zur Tradition gehört dann auch, dass viele Menschen hier Blumen und niederlegen und auch Kerzen anzünden. Also ich habe das schon erlebt, dass hier dann alles voller Blumen und Kerzen war. Ja, und heute ist es sehr still, also man kann eine Stecknadel fallen hören. Vaterland und Freiheit ist die Übersetzung der Aufschrift. Hier kann man nochmal die Schleifen sehen in den Landesfarben.
Ja, und hiermit beende ich diesen kleinen Überblick einen Tag nach dem Feiertag anlässlich der Gründung der Republik Lettland vor 105 Jahren, anno 1918.